Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Wir haben übrigens beim letzten Mal weitergespielt und mussten uns erstmal mit einigen Banditen treffen, denn das Fort Kamiadoke wurde ja von den Mongolen besetzt. Und wir wollten das einnehmen, damit nämlich die Präsenz hier stark sinkt. Denn jetzt hat der Khan eigentlich nur noch einen Rückzugsort und wir könnten ihn rein theoretisch schon mit dem letzten Angriff fertig machen. Ich habe jetzt allerdings noch einiges vor. Das heißt also, wir werden jetzt einige Nebenaufgaben erledigen, die ich für wichtig halte. Und da kommen wir schon mal zu einer ganz wichtigen Sache. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo waren das? Denn wir haben hier unten Fürstin Masako und die wittert nämlich eine Verschwörung. Und außerdem, wo ist denn jetzt eigentlich? Genau, wir haben hier hinten auch noch unseren werten Sensei Ishikawa. Auch den werde ich natürlich weiter unterstützen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich die beiden Geschichten abschließen. Ja, also von Sensei Ishikawa und Fürstin Masako. Ich werde allerdings erstmal Fürstin Masako als erstes die Geschichte abschließen. Das hat einen Grund, weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt dauert. So, warte mal, was ist das jetzt hier? Fürst Shimuras Lager. Von da aus könnten wir runterlaufen. Ich weiß im Übrigen nicht, ob Fürst Shimura uns jemals vergeben wird. Oder beziehungsweise, nee, hier ist das Tor zu. Oh. Er hat uns komplett ausgeschlossen. Ich sehe hier vor allen Dingen überhaupt keinen mehr. Keine Leute, kein Nix. Wird mir da angezeigt. Krass. Und wie soll ich da jetzt hinkommen? Ich muss außenrum galoppieren. Er ist jetzt natürlich ziemlich scheiße, ne? Aber was willst du machen? Fürst Shimura war ja damit nicht einverstanden, was wir getan haben, aber wir haben natürlich noch einige Samurai-Freunde bzw. Krieger gehabt, die uns unterstützt haben und die haben sich uns angeschlossen. Von daher spielt es jetzt erstmal keine Rolle. Ich schätze mal, es wird erst halt komplizierter, wenn wir halt gegen den Khan kämpfen. Vielleicht wird ja dann der Onkel erkennen, dass das sein musste, was wir getan haben. Naja, mal gesehen. Ich weiß es leider nicht. So, wir müssen jetzt hier gleich runter galoppieren irgendwo. Ich kann leider, wenn ich auf dem Pferd bin, natürlich nicht diese Sicht aktivieren. Naja. Irgendwo hier hinten muss es sein. Ich habe schon übrigens gesehen, oh Gott. Was ist denn hier los? Alter Falter. Was ist denn hier passiert? Das muss ja ein gewaltiges Gemetzel gewesen sein. Ja, ihr wisst ja, Sashimono-Banner haben wir schon mal 37 von 80 Stück. Fürstin Masako. Sprecht, Mönch. Bitte hört auf. Wo ist Yunshin? Okay, Masako, ich muss aufhalten. Was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen. Mein Herr, helft mir. Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Ja. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Yunshin? Yunshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Okay. Also uns hat man schon mal sehr viel gesagt. War ich ja nicht eigentlich irgendwo Säulen der Ehre? Da kannst du nämlich noch was bekommen. Bevor ich jetzt zu Masako gehe, gehe ich erstmal zu der Säule. Denn da kriegst du teilweise richtig geile Schwertkits. Ich sollte mich dann auch bedanken.
Goldkäufluss. Oh. Für Klingen mit der Wendigkeit eines Kois in einen sonnenbeschienenen Bach. Okay. Ich danke dir. Heißt nicht umsonst Säule der Ehre. Jetzt gehe ich zu Fürstin Masako und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Aber das ist ja auch schon wieder ein krasses Bild, ne? Was wollt ihr von Jun Shin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Jun Shin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Jun Shin. Ihr habt mein Wort. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Okay. Beim Rotlaubtempel. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Waren wir da schon mal? Muss auf jeden Fall weiter weg sein. Dann los. Wartet auf mich. Macht's schnell. Ja, wo ist denn das Pferd? Ah, da. Na los. Ich weiß nicht, wo es lang geht, ne? Und natürlich müssen wir durch die Blumen reiten. Wie soll es denn das sein? Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Jun Shin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Ah, ich weiß auch nicht. Das ist nicht gut. Oh, weia, ist hier eine Menge Blut. Mongolen, oder? Ja. Genug! Bastarde, das büßt ihr. Moin. Jun Shin finden. Hier lang. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Oh, das ist wieder so eine geile Gegend, ne? Ey, ich liebe das Spiel. Also langsam mausert sich jetzt wirklich zum Spiel des Jahres. Weil, guckt euch das an, ne? Wie geil ist das denn bitte? Oh, muss ich erstmal ein paar Bilder machen. Oh. Und ich habe schon einen Haufen davon. Runter. Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jin. Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Okay. Ich weiß, was ich gleich mache. Wird auf jeden Fall lustig. Keine Gnade. Retten.
Asako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Sie haben schon gewonnen. Oh, fuck. Oh, scheiße, das tut mir jetzt in der Seele weh. Okay, die ist echt gut. Ihr verteidigt einen Mörder. Ihr wollt mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Alter, das ist abnormal, wie die sich teilweise bewegen. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Ja, Jin hat recht, ne? Das sind unsere Feinde. Okay. Weg! Danke. Mann, jetzt habe ich die Fähigkeit nicht mehr. Er leckt mich doch fett am Arsch, Alter. Mann, wollt ihr mich jetzt gerade verarschen? Ich mache jetzt erstmal die scheiß Bogenschützen platt. Okay. Oh, ich hoffe aber nicht, dass ich auch noch mit Sensei Ishikawa kämpfen muss, weil das wäre nicht ganz so geil. Kannst du mal bitte? Danke. Dann machen wir mal mit Fürstin Masako. Ihr gabt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich vor mir ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryoso denkt? Ja,
Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Chun-Chin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Sucht seine Spuren. Ist das immer noch Aufgabe 8 oder ist es schon 9? Was haben wir denn hier? Sind Fußspuren? Ein schönes Tier entlang. Ob er damit was... Wir sind in den Wald gelaufen. Wenn wir Yun-Chin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Yun-Chin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Ja, da habt ihr vielleicht recht. Aber man darf nicht vergessen, dass viele halt aus Angst gehandelt haben. Vielleicht war das ja so ein Moment der Angst. Oder er hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Da hinten ist er. Da ist er. Bitte, tötet mich nicht! Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten, trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Kamiyagata? Ja, das machen wir noch. Also der Kampf war jetzt an sich auch nicht schlecht, ne, gegen Fürstin Masako. Und ich kann auch verstehen, warum sie so gehandelt hat. Ich meine, Zorn verzehrt einen, da hat Jin recht, ne? Und es hat ihn ja auch selber verzehrt. Vielleicht wollte er deswegen sie vor diesen Fehler auch warnen. So, wo ist jetzt Fürstin Masako? Kamiyagata, wo soll denn das sein? Ich bin gerade blöd, glaube ich. Gehört das hier zu Ja, Kamiyagata ist irgendwo hier. Okay. Aber wo ist die Aufgabe? Ach, hier hinten. Oh, willst du mich verarschen? Die betrogene Schwester. Ey, jetzt kann ich... Also das finde ich auch richtig zum Kotzen, Leute, ne? Weil ich muss jetzt diesen Scheißweg von Dorn nach dahin reiten, weil du kannst Dorn durch Schnellreise machen. Geht nicht, obwohl ich den Scheißort befreit habe. Das soll mir mal ein Schwein erklären, warum man das nicht gemacht hat. Mann. Okay, ist jetzt wieder mal meckern auf hohes Niveau, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ach, Mann. So, warte mal. Da lang. Das heißt also, ist hier eigentlich irgendjemand? Ich habe übrigens das Lager hier leergeräumt. Das habe ich jetzt nicht in der Aufnahme gemacht, sondern um so ein bisschen halt zu trainieren. Wisst ihr, damit ich natürlich nicht gleich wieder versage. Quatsch, Foto muss nicht. Das mache ich so ab und an. Weil das macht mir das alles etwas einfacher, wisst ihr?
Also, um es selbst nochmal zu spielen. War jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, okay, ja, ich wurde ein paar Mal getroffen und da hinten sind schon wieder irgendwelche Mongolen, die mir am Sack gehen. Auf den Sack gehen. Ah, ihr wisst, was ich meine. egal. Warum die eigene Schwester die Familie umbringen lässt. Also das ist natürlich schon krass, ne? Och nee, hier ist ein Bär. Ah, komm. Sei ruhig, mein Freund. Ich tu dir nichts. Ich habe ja zum Glück noch diesen Geister-Wut-Modus oder wie wir den auch immer nennen wollen. Da können wir den nämlich dann auch einsetzen. Hoffe ich doch zumindest. So, warte mal, ich muss jetzt hier hinten hoch. Denn über eine... Ne, ich bin falsch. Ach, das passiert, wenn man, naja, nicht richtig aufpasst. Ja, genau, obwohl ich da... Du bist mir echt ein Held. So, ich muss nämlich hier hoch, denn da lang... Und dann müsste da irgendwo Fürstin Masako auf uns warten. Und wie ihr wisst, sind ja jetzt hier diese Banditen, die uns geholfen haben in dieser Festung hier. Die können anscheinend bis Frühjahr bleiben, weil dort nämlich erst der Besitzer wiederkommt, haben wir gehört. Wo soll denn der gewesen sein? Oder ist der vielleicht einer derjenigen, der fürs Shimura geholfen hat? Naja, möglich wär's. Da hinten brennt ein Feuer. Ich schätze mal, da müssen wir auch hin, ne? Würde zumindest wahrscheinlich passen. Da unten ist sie. Okay. Ich schließe jetzt lieber die Geschichte ab. Und dann können wir mich bei der nächsten halt die von Sensei Cover beenden. Warte mal, ich werde mal was machen. Kann man auch meditieren? Ach, weiß ich nicht. Ihr habt gebetet. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Vielleicht erfahren wir auch noch, warum die Schwester von Fürstin Masako so ist. Warum war Pferde? Sag jetzt nicht ja. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Auch meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hane versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an.
Prana sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht, die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern, also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Okay. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen. Ich kann es natürlich schon verstehen. Aber man muss auch die Schwester verstehen. Eifersucht und Hass. Oh wei, das kann übel werden. Und ich weiß auch nicht, wie wir die jetzt besiegen wollen. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute sie hat. Und wir wissen noch weniger, was für Verbündete sie hat. Vielleicht sind auch Mongolen dabei oder es sind die des anderen Clans. Keine Ahnung. Könnte noch sehr, sehr witzig werden. Bin gespannt, wie wir das jetzt schaffen wollen. Gab es je Vorzeichen ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklaven. Wir tauschten Höflichkeiten aus. Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nah fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne, während Hana mit den Kindern zu den Ställen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt, nicht mehr zu erkennen. Aber die Goldschärpe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt hat. Täuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. Ja, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen, wie gesagt, wir wissen nichts. Überhaupt nichts. Ich meine, ich höre das erste Mal, dass Fürstin Masako eine Schwester hat. Aber dass sie sogar noch die Enkel beschenkt hat, ne? Nicht die Enkel, ich meine die Kinder beschenkt hat, so rum. Das ist heftig. Das ist ja eigentlich die Tante. Wie kam die Tante? Oh, nee, jetzt ist abartig sowas. Wir sind fast da. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Ja, ich sehe es schon. Da das Wappen. Könnte auch eine Falle sein. Fort Kikuchi. Wachen am Tor. Bereit, Mann. Wenn das hier eine Zuflucht ist, wissen wir nicht, was uns erwartet. Wo ist Fürstin Hana? Schaltet sie! Ich bin schon dabei. Wo noch mehr Wachen kommen. Ich bin dabei. Hana hilft niemandem außer sich selbst. Fürstin Hana, zeig dich! Tötet sie! Wo ist sie?
Verstärkung. Ihr dient einer Mörderin. Stellt euch mir, Feindling. Drängt Richtung Dojo. Ja, ich bin schon dabei. Sorry, keine Zeit. Ich will die Scheiße jetzt hier schnell abschließen. Tötet mich nicht. Okay, was hat das mit der Frau auf sich? Wo ist Fürstin Hannah? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Oh, das könnte aber wirklich noch ziemlich übel enden. Was würdet ihr tun, wenn ihr sie seht? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Ja, aber das macht dich trotzdem auch zur Mörderin. Na okay, das hat Jin ja auch gemacht. Ach, ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache, ne? Da gibt's kein richtig und kein falsch gerade. Weil man halt die Geschichte auch nicht komplett kennt. Hana, zeig dich endlich! Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie! Nehmt ihr Hannah. Ich übernehme die. Danke. So, das war's. Hö, ja. Anscheinend doch nicht. Oh, das war knapp. Ich muss schnell hinterher. Du Mörderin meiner Kinder. Meiner Enkelkinder. Meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Ließest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishöhle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch. Und du wagst es abzustreiten. Du willst mich töten? Na, dann tu es. Als deine einzige gute Tat. Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon. Jetzt hast du nichts mehr. Oh.
die meinem Nebel traut. Ich habe versucht, sie zu ehren, die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt. Für Recht gesorgt. Jetzt findet euren Frieden. Dieser Weg führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Boah, das war ja wieder mal eine richtig heftige Quest. Ich meine, ganz ehrlich, ja, in Japan ist es alles ein bisschen anders. Ich meine, das ist heftig. Wenn man mal das jetzt nochmal alles, ich sag mal, Revue passieren lässt, weil, wie ihr wisst, als wir Masako gefunden haben, da wollte sie natürlich erstmal Rache, ist ja klar. Dann dachten wir, wir hätten sie bekommen und im Endeffekt war es die ganze Zeit halt die Schwester, die das alles im Voraus geplant hat und Fürstin Masako für alles bezahlen wollte. Aber das war trotzdem schon heftig. Und auch wenn sie Übles getan hat. Hat man da den Tod verdient? Wie, was meint ihr? Ist immer schwer zu sagen, ne? Ich würde sagen, ja. Aber könnte ich das selber tun? Also wenn man mir es selber angetan hätte, wahrscheinlich schon. Dann glaubt mir, wenn ein Mensch wirklich Rache üben will, dann kann man das auch. Aber ob das gerechtfertigt ist, immer so eine andere Sache. Auf jeden Fall ist der Ort jetzt hier befreit. Und der Clan ist ausgelöscht. Und ich glaube, da hinten ist die japanische Halbinsel, wa? Sieht jetzt schon so riesig aus. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Für die Folge, in der nächsten werden wir uns natürlich Sensei Ishikawa vornehmen, damit wir dort auch endlich durch sind. Und dann bleibt eigentlich nur noch Norio und unsere werte Hebamme übrig, ne? Oder Ziehmutter? Also Yuriko ist nur noch übrig danach. Dann würde ich sagen, beenden wir auch im Endeffekt dann endlich dieses Let's Play. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tüdelü!